Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Es geht weiter heute und wir schauen mal, was es jetzt mit der Story weitergeht. Los geht's. Ja, da ist einiges passiert in der letzten Folge. Das Verhör. Ein Wolf hat Connor und sich selbst erschossen. Also haben wir tatsächlich einen, unseren ersten Charakter, beziehungsweise sogar zwei Charaktere verloren. Den Abweichler und Connor mittlerweile. Ja, geplant war das nicht so. Aber das kann passieren, leider. 5. November 2038. Uhrzeit 22:58 Uhr, also kurz vor 11. Ich glaube, wir könnten mit Kara jetzt wieder unterwegs sein, die ja in der vorletzten Folge von Todd geflohen ist. Ne, sind wir nicht. Oh, doch, sind wir wohl. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Alice, warm. Das ist nämlich gerade mit extrem, dass wir jetzt gerade tatsächlich einen Charakter verloren haben. Vermeidbar. Tatsächlich einen Charakter verloren haben. Verlasse den Bus. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Shit. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Hoffentlich nicht draußen. Und hoffentlich sicher vor dir, vor dort. Ich habe so das blöde Gefühl, dass wir den nicht das letzte Mal gesehen haben. Für deine Unterschlupf für dir. Ja, wir müssen einen Unterschlupf finden. Also da wäre noch eine Idee. Probieren wir uns mal da links. Moment. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Danke für die Info. Mit R2 können wir jetzt tatsächlich. Probieren Sie jetzt mal da. Wie komme ich rein? Unbequem, aber sicher. Ja, versuchen es. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Mir auch nicht. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Zwang kam mit hier einem Draht, mit einem Drahtschalter, okay. Ja, soll ich das wirklich machen? Ich habe irgendwie nicht die. Ja, ich habe irgendwie nicht das. Das ist so gute Gefühl. Wir sollen Alice beruhigen. Sprechen. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Oh doch. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann.
Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Also probieren Sie ja mal da rein. Das ist so 24 Stunden Laden. So ein kleiner Supermarkt oder was auch immer das ist, aber ich hoffe, das war ich. Der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Überzeuge den Kassierer zu helfen. Mal gucken, ob der helfen kann. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Ja. Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Wo zur Hölle ist die Behilfsbereitschaft, die Menschen? Wenn ihr nichts kaufen wollt. Sowas wie ein Plan wäre schön. Ich meine, wir könnten jetzt. Soll ich das machen? Ja, jetzt hatte ich einen Reiz, was sie sagen können. Wir können ja in den Laden nicht mehr begehen. Aber jetzt auch mehr Ärger zu machen, habe ich gesagt: Keine Lust, komm, wir gehen raus. Wir suchen was anderes. Shit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die wirkliche Lust. Da was probieren. In dem Fall hast du ein Auto übernachten. Das wäre zumindest mal eine Idee. Na komm, wir probieren es. Was müssen wir ja machen? Ah, die Tür mal aufmachen. Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Offen. Es ist zumindest besser als nichts. Es ist schön trocken. Und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Das ist besser als nichts. Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Morgen kann die Welt wieder ein bisschen anders aussehen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Weil jetzt noch wen zu verlieren, habe ich nicht die Lust drauf. Eine falsche Entscheidung hat schon uns Connor gekostet. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprochen. Ja. Bleiben wir für immer zusammen? Hoffentlich. Für immer.
Zumindest ist das die Planung. Wie gesagt, es kann sehr viel passieren in diesem Let's Play. Wir können Charaktere verlieren durch falsche Entscheidungen. Das haben wir leider in der letzten Folge sehr schmerzhaft spüren müssen. Aber zumindest haben wir mal eine Nacht, eine Bleibe für die Nacht. Wunderbar. Ja, es gibt viele Wege. Ich glaube, man müsste es dreimal durchspielen, weil es gibt ja, glaube ich, drei verschiedene Wege. Aber wir spielen halt das eine Mal die Story durch. So. Ja, wer ist das? Wir sind ein neuer, ich habe einen neuer Charakter. Diagnose. Oh, was sind defekte Audiodaten beschädigt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Erweitert die Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Also scheinbar. Die Frage ist, wer ist das? So, plus das ist unser von Connor. Tiere und Pumpen reguliere alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Genau, das wissen wir ja mittlerweile schon. Die Frage ist, wo ist dieser vierte Punkt? Da. Linke und rechte Ballkomponente stehen nicht möglich. Die Beine ersetzen. Analysieren. Ja, aufrichten. Probieren wir es. Wir müssen die alten Beine erstmal abnehmen. Nein, euer Fernseher bzw. euer Computer ist nicht kaputt. Mit was ihr gerade dieses Let's Play schaut. Das ist wirklich so. Rechtes Bein funktioniert. Nimm das linke Bein. Wir müssen weiter kriechen und uns das rechte Bein nehmen. Kompatibel. Scheiße. Funktioniert nicht so ganz. Also weg damit. Weiter. Analysieren mal wieder. Kompatibel, funktioniert. Also würde funktionieren, so rum ist es richtig. Beine setzen, aufstehen. Komme vom Schrottplatz und das machen wir in der nächsten Folge bei Let's Play Detroit Become Human. Bis dann und tschüss.